Am 12. Dezember demonstrierten in Linz 8000 Schülerinnen und Schüler gegen die neue Zentralmatura und gegen Bildungsabbau. Auch in Wien, Dornbirn, Innsbruck, Salzburg und Klagenfurt traten zusätzlich insgesamt an die 10.000 Schüler in den Streik. Wir demonstrieren heute, weil wir für eine bessere Zentralmatura sind und für eine Vertretung, die uns wirklich vertritt. Die Schülerunion ging mit dem Bundesministerium einen faulen Kompromiss ein und sagte den Streik ab. Doch in Vorarlberg mobilisierte die sozialistische Jugend bereits seit 2 Wochen für den Streik. Und letztendlich rief auch die AKS zu einem bundesweiten Streiktag auf. Ich bin nicht da, weil es eine Frechheit ist, dass die Regierung, die es de facto noch vorher nicht gibt, jetzt schon wieder Sparpakete beschließt und zwar nicht auf dem Rücken derer, die es sowieso haben, so wie Banken und Großkonzerne, sondern wieder auf dem Rücken derer, die es eigentlich notwendig haben. Wir Schüler stellen uns dagegen auf, wir sind gegen die Zentralmatura, wir sind auch gegen das Lehrerdienstrecht und ich würde mich freuen, wenn die Lehrer sich auch noch beteiligen an unserem Streik. Es sind so viele Leute da, wir wollen endlich mal gehört werden. Weil wir das unfair finden, dass das jetzt irgendwie schon wir möchten einfach mitbestimmen können, was mit uns passiert, also was in der Zukunft passieren wird. Ja, wir sind ja Demokratie in Österreich und das vielleicht in den Schulen auch Demokratie wird. Wir sollten die Demonstrationen als Startschuss für eine starke Bewegung, für eine echte Bildungsreform verstehen. Wir sollten an den Schulen Streikkomitees gründen. In mehreren Städten sind bereits regionale Streikkonferenzen geplant. Dort sollten wir unsere weitere Strategie demokratisch festlegen. Die nächsten Verhandlungen mit der Regierung dürfen nicht mehr hinter verschlossenen Türen geführt werden. Demokratisch gewählte Vertreter der Bewegung müssen zu den Verhandlungen hinzugezogen werden. Und falls das Ministerium unsere Forderungen nicht zustimmt, muss es eine bundesweite Delegiertenkonferenz und einen weiteren Streiktag geben. Messen Matura!